das wird jetzt richtig unangenehm. Hallo und willkommen zur Rache des Sub November. Rache des Sub, Stapel ungelesener Bücher. Ich schaue mir an, was vor 3 Jahren, also im November 2019, bei mir eingezogen ist, welche Bücher dort neu auf den Sub-Stapel gelandet sind. Und schaue, wie viel ich davon gelesen habe. Dann Stand jetzt habe ich dann bis Ende Februar Zeit, sie zu lesen oder auszusortieren, anzulesen, rauszuschmeißen. Wenn nicht und ich sie trotzdem behalten möchte, dann wird Geld fällig für einen guten Zweck. So, zu den Regeln. Ich habe dir jetzt ein drittes Mal erzählt, weil ich gerade 3 Rache-Videos hintereinander drehe aufgrund von Urlaubsvorbereitungen. Ist es jetzt Ende August und ich drehe die Rache des Sub-November. Ich kann euch sagen, wer die letzten 2 Videos gesehen hat, September, Oktober, die haben mich schon ein bisschen fertig gemacht mit den Büchern. Also ich hatte eine lange Schonfrist, wo wirklich monatelang nicht so viel passiert ist, aber jetzt September, Oktober haben mich schon ja, ordentlich reingeritten in dieses Thema und jetzt kommt der November dazu. Ich bin sehr gespannt. Für euch ist da immer ein Monat dazwischen, für mich sind das 10 Minuten. Ja, ihr könnt euch also vorstellen, wie meine Gemütslage gerade ist. Und ich starte mal mit dem Video aus dem November 2019, dem Lesemonat, wo ich auch immer die Neuzugänge mit verarbeite. Und wenn ihr solche Videos gerne guckt, kann ich euch sagen, abonniert den Kanal, denn ich habe gerade in meinen Downloads gesehen, dass im Dezember, also das drehe ich erst nach dem Urlaub, dass es da ein separates Neuzugänge-Video gibt. Das ist immer kein gutes Zeichen, denn offensichtlich war es dann so viel, dass es nicht mehr in den Lesemonat gepasst hat. Hallo und willkommen zu meinem November-Neuzugänge-Video. Oh. Es gibt auch ein Neuzugänge-Video November. Ich dachte, das wäre ein Lesemonat-Video. What the fuck? Oh mein Gott, es wird mich killen. Ein komplettes Neuzugänge-Video. Oh, das wird jetzt richtig unangenehm. Oh Gott. Oh. Ich habe auch sehr, sehr viele Neuzugänge im November gehabt. Es ist ein bisschen eskaliert. Ich weiß gar nicht, was da genau passiert ist, aber ich kann das alles erklären. Und das mache ich jetzt in diesem Video. So ein großer Stapel ist gar nicht schlecht. Da kann ich hier meine Hände, meine Arme drauf abstützen. Aber so nach und nach möchte ich euch jetzt die Bücher zeigen, die im November neu eingezogen sind, die meinen Sub mal wieder haben explodieren lassen. Das erste Buch für November ist ein Rezensionsexemplar, bei dem ich einfach nicht Nein sagen konnte. Und zwar von Michael Martin, Das Wesen der Wüste. Sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Ist ein gebundenes Buch aus dem Ludwig Verlag. Ja, das ist schon mal die erste Peinlichkeit. Ein Rezensionsexemplar und mir war klar, irgendwann passiert es. Und jetzt ist es soweit. Ich wurde angefragt, ob ich das Buch haben möchte. Ich habe zugestimmt. Zu einer Zeit, wo ich noch mehr gelesen habe. Ja, das soll es nicht entschuldigen, ist ein Rezensionsexemplar, was ich nicht gelesen habe. Michael Martin, Das Wesen der Wüste. Weil es mich irgendwie, ja, im Winter hat es mich dann nicht angesprochen und jeden Sommer habe ich es dann verpasst, es zu lesen. Wir machen einfach mal weiter, weil da kommt ja, glaube ich, noch einiges auf uns zu. Naja, hauptsächlich auf mich. Ihr könnt euch zu Hause beömmeln über die Frau, die mehr Bücher kauft, als sie liest. Und wir haben uns für den Winter, für Dezember jetzt dieses Buch hier vorgenommen. Das habe ich im Lesemonat schon gezeigt, weil ich schon die ersten 30, 40 Seiten gelesen habe. Und zwar von Kate Lloyd Brown, Ein Märchen im Winter. Halleluja, das war auch ein Rezensionsexemplar, aber es ist gelesen, weil es im Oricon Read Book Club gelesen wurde. Wir hatten uns ein schönes Wintermärchen erhofft mit so einem Familiengeheimnis und das hat uns so semi-gut gefallen, weil es spielt eigentlich nicht nur im Winter, sondern das ganze Jahr. Und ich habe schon sehr, sehr viel wieder vergessen von diesem Buch. Aber ja, das ist immerhin gelesen. Beim nächsten Buch handelt es sich um ein E-Book. Da kann ich euch den Kindle hochhalten und blend euch das Buch ein. Und zwar ist es der dritte Teil, der dritte und letzte Teil der Scythe-Reihe. Scythe? Halleluja. Ein Kindle-Buch, was bei der Rache nicht zählen würde, aber ich habe es gelesen, es ist der dritte Band der Scythe-Reihe von Neil Schusterman, mein Autorengott. Ich liebe diesen Mann, also für die Bücher, die er schreibt. Und das habe ich auf jeden Fall gelesen. Die Scythe-Reihe fand ich grandios, hat mir richtig gut gefallen, wie auch die Vollendet-Reihe. Und Dry, den Einzelband, den er mit seinem Sohn geschrieben hat. Ich habe noch 2 andere Bücher, oder 3 sogar, von ihm auf dem Sub. Falls ihr es im Hintergrund ein bisschen poltern hört, das sind die Nachbarskinder bei mir. Weiter im Text. Und habe mir einmal geholt 635 Tage im Eis, die Shackleton-Expedition. Ja, Alfred Lansing, 635 Tage im Eis habe ich noch nicht gelesen. Ich sammle, glaube ich, erstmal, ne, und erzähle euch wieder zu den Büchern was, sobald ich hier durch bin und den Stapel fertig habe. Die zweite Geschichte, die mich
fasziniert, begeistert und interessiert hat, war die Reise zum Südpol. Scott und Amundsen sind sicherlich zwei Namen, die man in diesem Zusammenhang kennen sollte, wenn man sich ein bisschen mit der Geschichte auskennt. Denn beide, das ist hier das Buch Duell im ewigen Eis von Rainer K. Langner aus dem Fischer Verlag. Ja. Duell im ewigen Eis, das habe ich immerhin gelesen. Da geht es um Scott und Amundsen und die, ja, das Rennen auf den Südpol. Ich fand es nicht so gut geschrieben. Also die Geschichte ist grundsätzlich wahnsinnig spannend und von Tragik nicht zu überbieten. Aber ich fand die Art, wie der Autor das hier dargestellt hat, nicht so gut. Ich fand es ein bisschen langweilig erzählt. Ja, das war jetzt nicht so der Burner, aber inhaltlich, ja, erzählt es ganz gut die Fakten, aber wie gesagt, die Umsetzung hat mir nicht gut gefallen, aber es ist gelesen, immerhin, ja, aber das andere Antarktis-Buch halt noch nicht, die 635 Tage im Eis, und ich hoffe, dass es spannender erzählt, weil auch das ist eine wahnsinnig krasse Geschichte, wie Shackleton da gestrandet ist mit seinen Leuten. Und freue mich da riesig drauf. Das ist definitiv auch ein Buch, wo man immer mal zugreifen kann, denn es sind verschiedene Geschichten dort drin. Und jetzt schnacke nicht lang und zeige es euch. Und zwar von Katja Henschel in High Heels um die Welt. 20 Weltenbummlerinnen erzählen von ihren aufregendsten, schönsten und skurrilsten Abenteuern. Ein Travelets Buch. Upsi, ein Geschenk, was noch ungelesen ist. Und zwar von der lieben Kali. Ja, das habe ich damals zu Weihnachten von ihr bekommen oder für die Weihnachtszeit. In High Heels um die Welt. Ich glaube, sie hat ausgemistet und das war dabei und es interessiert mich total. Es sind ja einzelne Geschichten und ja, es ist noch ungelesen. Ich komme eigentlich nicht vom Zählen. Es sind schon 3 Bücher, ich glaube, oder? Ja, wir zählen gleich zusammen. Ich bin auch überwältigt von der Tragweite dieses Videos. Das nächste Buch ist auch ein Geschenk und das ist einer der neuen Adventskalender, denn von meinen Eltern habe ich dieses süße kleine Buch geschenkt bekommen. Ich liebe ja diese Fischer Taschenbibliothek, da hatte ich ja auch schon mal ein Video zu gemacht und auch Bücher verlost. Ja, Fischer Taschenbibliothek, ich habe das allerdings geschenkt bekommen gehabt, das war kein Rezensionsexemplar. Der klassische Adventskalender, 24 Geschichten zum Fest, und Klassik ist das richtige Wort. Ich habe die ersten 5, 6 Türchen gelesen noch, muss aber sagen, dass es mir nicht so gut gefallen hat. Ich mag einfach Klassiker nicht. Es sind die Buddenbrooks dabei, es ja, sind eben die klassischen Autoren dabei und ihre Weihnachtsgeschichten, und es war mir einfach zu klassiklastig. Und das ist einfach nicht meine Welt, diese Art von Büchern, und vor allen Dingen nicht jeden Tag. Und ich glaube, ich habe es weitergegeben, weiter verschenkt oder gespendet, keine Ahnung. Auf jeden Fall, es ist quasi angelesen und dann, ja, ausgezogen. Die ersten Türchen habe ich noch geschafft und dann hat es mich einfach nicht hingezogen. Und ja, zumindest landet es, ist es nicht mehr auf dem Sub. Und es war tatsächlich etwas dabei, und zwar der zweite Band der New York Diaries Reihe. Und ich habe alle 4 Bücher jetzt endlich hier. Der zweite fehlt immer noch. Halleluja! Diesen Band habe ich gelesen, den zweiten Band. Ich habe die komplette New York Diaries Reihe gelesen und hatte tatsächlich Band 3 und 4 schon auf einem anderen Rach oder eins davon oder auf beiden. Also Rachen dabei, weil ich die so gestückelt gekauft habe, nicht chronologisch, immer so als Mängelexemplar, wenn sie mir meistens am Bahnhof irgendwie über den Weg gelaufen sind. Und ich habe alle 4 gelesen. Also demnach auch das zweite. Das ist gut. Ich atme kurz durch. Und das letzte Buch der Neuzugänge im November ist ebenfalls ein Rezensionsexemplar. Das ist sogar noch eingeschweißt. Ich finde es ja toll, dass viele Buch, ja, viele Verlage jetzt schon ohne diese furchtbare Folie arbeiten und nur so eine Banderole drumherum machen. Also da wünsche ich mir noch ein bisschen weniger Verpackungen. Denn Bücher müssen noch echt nicht in Folie eingeschweißt werden. Wozu? Das ist dieses hier, deswegen glänzt es hier auch so ein bisschen. Ich habe es noch nicht aufgemacht. Auch ein Reiseroman, Neu-Sohnland, wie aus 30 Tagen Auszeit unsere allerbeste Vater-Sohn-Zeit wird. Ja, das war ein Rezensionsexemplar, das hat mich natürlich aufgrund des Neuseeland-Themas angesprochen. Nicht, weil ich ja, Kinder habe oder gerade so Vater-Sohn-Beziehung, das irgendwie für mich relevant ist. Aber ich wollte einfach wissen, wie diese Neuseeland-Reise zwischen den beiden ablief. Mir hat es gut gefallen. Ich habe es, glaube ich, dann mal verschenkt. Also es ist nicht mehr hier, weil es war jetzt nicht so ein Mega-Highlight, aber es war gut. Und einfach hauptsächlich, weil ich diese Neuseeland-Settings mochte. Es waren so ein paar, ja, auch Aspekte drin. Da geht es halt auch um Erziehung. Das interessiert mich nicht. Aber grundsätzlich hat Erziehung ja auch etwas damit zu tun, wie man allgemein die Gesellschaft sieht oder Themen anpacken sollte, was der Vater seinem Sohn mitgibt. Da konnte man sich auch ein bisschen was rausziehen. Und das hat mir grundsätzlich gefallen, wie gesagt. Aber es ist gelesen, ein gelesenes Rezensionsexemplar. Okay, dann sind es, glaube ich, 3 Bücher wieder, oder? Ich sammle die mal ein und dann treffen wir uns im nächsten Schnitt.
Und da haben wir die drei Schätzchen. Ja, ich freue mich. Ich habe sie irgendwann mal gekauft oder in dem Fall als Rezensionsexemplar bekommen. Ihr seht, ich hatte, also, ne? Also der Wille war da. Und sie interessieren mich auch immer noch und es zeigt mir einfach, ich muss, ja, noch weiter mein Kauf. Eigentlich müsste ich jetzt wirklich mal ein Jahr lang kein einziges Buch kaufen. Ich frage immerhin keine Rezi-Exemplare mehr an, weil mir das hier ist mir richtig unangenehm. Ich habe aber kürzlich irgendwo anders auch ein Rache-Video gesehen, wobei ich glaube, das nur ein Jahr dazwischen. Hey, ein Jahr dazwischen wird mich killen. Ja, Wesen der Wüste, da geht es halt um die Wüste. Und ich finde das immer noch super spannend und zu entdecken, was es alles mit den Wüsten auf sich hat, wie wichtig die auch sind. Natur im Allgemeinen interessiert mich, von daher bestimmt ein super Buch, wird jetzt angelesen. Hier haben wir die High Heels in High Heels um die Welt. Ich finde den Titel tatsächlich, ja, okay, weil man mit Frauen als erstes High Heels verbindet. Well, ist es halt ein catchy Titel, aber ich finde ihn wirklich ein bisschen doof. Aber 20 Weltenbummlerinnen erzählen von ihren aufregendsten, schönsten und skurrilsten Abenteuern ein Travelettes-Buch. Das hatte ich, glaube ich, da schon gesagt. Und ich glaube, hier ist auch Gesa Neitzel drauf, die wir von Frühstück mit Elefanten kennen. Glaube ich zumindest. Oder? Sie sieht so aus. Und hier ist auch noch die Karte von Kali drin, das Lesezeichen. Und ja, come on. Das ist quasi wie ein Kurzgeschichtenband und da sind bestimmt richtig tolle Sachen drin. Und ich möchte diese Frauen einfach für ihren Reisemut und ihre Reisebegeisterung, was ist denn das mit meinen Haaren heute, feiern. Von daher, ich freue mich drauf. Und dann haben wir die 635 Tage im Eis. Auch da habe ich richtig Bock drauf. Es ärgert mich einfach, dass es 3 Jahre hier liegt. Aber es bringt nichts, sich selbst fertig zu machen. Aber diese Rache des Subformats ist immer so ein bisschen. Und ich bin jetzt wirklich total gebeutelt. Ne? Es sind jetzt, ich habe halt 3 Videos hintereinander gedreht. Und es sind einfach 8 Bücher, die ich bis entweder Jahresende oder eben Januar, Februar dann lesen muss. Und der Dezember kommt noch. Da weiß ich nicht, was auf mich zukommt. Das ist auch ein separates Video. Hatte ich ja schon gesagt. Wie der November. Und ich bin dann mit diesen Büchern dann auch schon ziemlich ausgelastet, was das Lesen betrifft. Mal schauen, ich brauche mehr Lesezeit. Und ja, wenn ein Buch dabei ist, was mich total catcht, dann schaffe ich das ja auch recht gut und zügig, die zu lesen und mir die Lesezeit einfach einzuräumen, weil ich dann Prioritäten setze. Ja, und das zeigt mir auch, dass ich auch schneller Sachen abbrechen muss. Ich habe tatsächlich durch diese 3 Rache-Videos, die ich jetzt hintereinander gedreht habe, beschlossen, dass ich mein aktuelles Buch abbreche. Weil es zieht mich nicht dahin und es war wirklich so ein Moment, wo ich dachte, oh wow, Rachebücher, aber ja, ich habe schon Bock auf die Bücher. Und dann fiel mir ein, muss das andere noch zu Ende lesen und je mehr ich hier gedreht habe, desto mehr wurde mir bewusst, ich möchte es eigentlich nicht zu Ende lesen. Es sind 2 Geschichten in dem Buch und eine werde ich beenden, das sind nicht mehr 4 Seiten und die 2. Geschichte werde ich aber nicht lesen. Ich zähle dann wahrscheinlich das halbe Buch einfach. Aber das ist ein anderes Thema, das habt ihr dann schon alles schon gesehen, weil wenn dieses Video online geht, ist es schon Anfang November. Wuhu, endlich Winter. Ja, und ich bin sehr gespannt, wie Stand Anfang November die Rache an sich läuft. Ja, es kommt einiges auf mich zu. Ich freue mich. Aber Lesen macht Spaß und ich mache dieses Format ja bewusst und am Ende des Tages ist es einfach auch eine Reflexion des Kaufverhaltens. Mir hilft es auf jeden Fall. Mir hat es die letzten Monate schon sehr geholfen, das arg zu reduzieren. Ich wünsche euch einen schönen Tag, Mittag oder Abend. Ich hoffe, ihr hattet richtig viel Spaß. Und wir sehen uns bei einem der nächsten Videos. Bis dann, macht's gut. Tschüss.